Hallo und herzlich willkommen bei der www.kiwi-akademie.de. Hallo Rainer. Moin Dennis. Rainer und ich waren neulich auf dem Weihnachtsmarkt und haben einen kleinen Glühwein getrunken und dann haben wir Rudolf getroffen. Und Rudolf hatte eine rote Nase. Da sagte Rainer, lass uns mal Rudolf the Red Nose Reindeer spielen. Ja. Und das zeigen wir dir heute mit Akkorden, weil es ist ja bald Weihnachten und wir freuen uns, dass ja irgendwie. Jetzt hast du dieses Jahr auch so eine besondere Weihnachtsstimmung. Ja, das wird ja schon entsprechen, ne? Also ich könnte auch wieder draußen. Könnte den ganzen Tag nur Weihnachtsmusik spielen. Es gibt ja auch so viele tolle ja, Sachen. Guckt da mal bei uns auf der Seite. Und wir haben eine Überraschung, aber die werden wir erst nach dem am Ende des Power-Tipps, wenn wir die erst erzählen, was wir noch für eine Überraschung haben. So, ich würde sagen. Ich bin super gespannt. Ich auch, aber egal. Hast du eine? Ja. Achso, okay. Dann würde ich sagen, los geht's. Also, halten wir mal fest, wir haben ein Lied, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ein Swing-Jazz-Bla-Blub. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Versionen, aber wir haben uns für so eine amerikanische, wir sitzen in einer Bar und genau. Schöne Gitarre, da haben wir eine Clean-Gitarre oder zwei Clean-Gitarren genommen. Ja. Was haben wir genau gemacht? Kleines Besteck im Style, nicht? Wenn wir jetzt mal den Style auswählen. Acoustic Jazz. In der Jazz-Abteilung Seite 1, oben Session Acoustic Jazz. Und da ist nicht viel drin. Das ist, ne? Hören wir mal. Da habe ich jetzt hier die Variation C ausgewählt. Ist im Prinzip alles drin, was drin sein könnte. Aber nicht alle Spuren laufen. Wir hören im Prinzip jetzt nur ein bisschen Gitarre, Klavier, Bass, Schlagzeug. Mhm. Gitarre können wir im Prinzip auch noch rausnehmen. Das ist so ein geiler Style. Ne? Ja, schön probiert, sehr gut gemacht, ja. Genau, und dann habe ich jetzt, habe ich überlegt, was können wir nochmal machen, um zu simulieren, wie so ein Gitarrist spielen kann, der quasi oktaviert übers Griffbrett huscht. Also einmal die normale Lage. Das wäre das. Jetzt haben wir das dazu addiert. Mega. Und zwar, wenn man genau hinhört, klappert das so ein bisschen. Ja, und so muss es auch in echt sein? Ja, also man spielt so auf zwei Seiten und das kann man so steuern. Ja, ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Wenn man das direkt zeitgleich hat, dann ist nicht dieser Eindruck dieses Nacheinander-Anschlagens. Mhm. Und das ist so ein kleiner Trick, den man da anwenden kann. Zeigen wir mal, wie das geht. Im Prinzip sind das zwei gleiche Gitarren. Mhm. Right 1, CD Jazz Guitar Clean, aus der E-Gitarrengruppe, die kennt man. Ne? Seite 6, P6, Jazz Guitar Clean. Und auf 2... dieselbe Gitarre, allerdings mit einem anderen Effekt. Wenn wir jetzt mal reinschauen, wir gehen jetzt mal in den Mixer hinein, Panel hier oben und dann gucken wir uns mal die Effekte an hier, den Insert-Effekt. Und da sehen wir hier beim ersten, bei der ersten Gitarre, ist noch ein Distortion-Effekt drauf, wie Distortion Jazz Clean. Also der zehrt nicht, sondern das ist ein cleaner Sound, der aber den Sound ein bisschen anders gestaltet. Ah ja, okay. Mehr Obertöne jetzt. Mhm. So, gut. Und dann hier, die zweite Gitarre, das ist ein Delay. Normalerweise hat man ein Delay dafür da, um ein Echo zu hören auch. Mhm. Nicht? Aber hier hören wir gar nichts. Wenn man genau darauf achten, ich schlage jetzt an, und dann merkt man schon, der Ton kommt später. Ja. Und zwar ein Bruchteil eine Sekunde später. Und wenn man das zusammenspielt, dann hört man das. Nicht? Und wie macht man das? Also Ride 2 ist jetzt hier aktiviert, der Effekt, Delay. Jetzt können wir direkt in die Einstellung gehen. Ich habe ausgewählt hier aus der Delay-Gruppe. Hier sehen wir ja unter Kategorie Delay, ist der zweite Eintrag. Delay LR, also links, rechts. So, und jetzt können wir in die Einstellung gehen. Und wenn wir hier mal hier vorne schauen, ich habe jetzt ganz kurze Zeiten eingestellt. 30 Millisekunden und für den rechten Kanal 25 Millisekunden. Feedback auf Moment, Feedback Level auf 0, also nur eine Wiederholung, also oder keine Wiederholung. Im Prinzip die Wiederholung, die man spielt, ist genau das, was dann aus dem Effektgerät rauskommt. Und das Entscheidende ist jetzt hier unter Details zu finden, auf der ersten Seite unten, Dry, Wet. Trocken und nass. Trocken und nass, genau. Also trockener Effekt, beziehungsweise rechts, Wet, ganz viel Effekt. Und wir haben jetzt den ganzen Effekt jetzt so stark reingedreht, dass er bis zum Anschlag auf Wet steht. Also 100% Effekt, kein Direktsignal. Das heißt, wir hören die Gitarre jetzt, die eigentliche Gitarre gar nicht mehr. Ich schalte mal einmal, nur mal zu hören. Nur den Effekt, genau. Ich mache mal nur die Gitarre. Jetzt hören wir schon beide. Ja. Und jetzt hören wir den Effekt auch. Und genau das ist falsch, ne? Ja, also wir wollen ja keine zwei Gitarren haben, sondern wir wollen die eine Gitarre verzögert wiedergeben. Und das ist jetzt der Fall.
wie gesagt, das ist die Einstellung hier, die man dann vornehmen kann. Mhm. Und dann ist das dieser Effekt. Jetzt ist die erste Gitarre direkt auf dem Punkt da und die zweite kommt ja. Ein Bruchteil später. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Und zwar genau dieses Setting kriegt ihr von uns natürlich umsonst kostenlos, wenn Rainer ja sagt. Ja, klar. Okay. Guckt mal bei uns auf der Seite www.keyboardsakademie.de und im Forum, wie das Jörg, haben wir ein so ein spezielles Abteil, wo dann halt diese ganzen Sachen, die wir hier so zeigen, ihr natürlich kostenlos herunterladen könnt. Aber trotzdem möchte ich euch, damit ihr sowas auch verfeinern könnt und auch euch da noch ein bisschen mehr Expertise holen könnt, euch das den Workshop, großen Effekte-Workshop ans Herz bringen, und zwar mal für Genos, natürlich SX-900, aber auch für Tyros 5 aufgemacht. Ja, richtig. Genau. Mhm. Guckt da mal rein, ansonsten, wenn nicht, ladet es einfach runter und da ist natürlich genau das so drin. Mhm. So. Und wollen wir so Musik hören, oder? Wollen wir jetzt mal spielen? Ja, klar. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß bei Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Also, das macht einfach Spaß, nachzuspielen. Genau. Finde ich auch ein bisschen flotter Weihnachtsstück, finde ich auch ganz gut. Aber ein schöner, leiser Ton. Die Jazzgitarre ist sehr dumpf, nicht? Und ja. Das unterstützt das irgendwie noch, diesen Akustik-Jazz-Sound. Ja. Ja. Auch super gespielt. Schöne Akkorde. Guckt euch die mal an, wenn ihr wollt. Oder ich habe die mal wieder in groß gemacht. Da könnt ihr mal in Ruhe euch die Akkorde auch angucken. Ja. Finde ich ganz gut. Aber ansonsten, die Gitarre war ja heute sozusagen... Ja. Der Aufhänger. Und genau. Dann würde ich sagen, wir spielen noch ein bisschen Weihnachtslieder, denn jetzt kommt die große Überraschung. Ich hoffe, also wir erzählen das jetzt hier groß und nachher machen wir das nicht, aber wir machen das. Du gibst eine Runde Glühwein aus. Genau, für alle. Nein, Kinder, wenn da Kinderpunsch. Weil, bist du so ein Glühwein-Trinker? Magst du Glühwein? Nee, ich Glühwein, überhaupt nicht. Also, Kinderpunsch mag ich auch. Ja, Kinderpunsch. Oder ein Kakao. Ja, und das Wasser. Auf jeden Fall werden wir jetzt zur Weihnachtszeit immer mal wieder ein Video hochladen. Also nicht in der Power-Tipp-Zeit, weil die Power-Tipps werden wir trotzdem machen. Mhm. Wie ihr Power-Tipps-Tage kennt, also mittwochs abends ab 18 Uhr, glaube ich, kommen ja mal die Power-Tipps raus. Und samstags meistens ja Software. Aber das werden wir jetzt alles mal bis Ende des Jahres, bis Weihnachten, mal so ein bisschen an ACTA legen. Denn es kommt am 6. Dezember kommt eine Software raus, wenn jetzt nicht schon der 6. Dezember gewesen ist. Ich weiß nicht genau, wann das Video kommt. Ansonsten kommt auch zu Weihnachten mal ein Dienstag, mal ein Sonntag, mal ein Lied raus zu Weihnachten. Also für euch quasi so eine Art Genos oder Keyboard Weihnachtsradio. Reine Musik ohne Worte. Ohne Gequassel, ja, sondern nur, wir zeigen ganz kurz oder wir zeigen einfach, wie wir spielen und welchen Style. Und das war's. Richtig. So. Mhm. Und meistens ist das ja auch Styles von uns. Ja. Oder auch aus der Kiste. Klar. Also ich habe zum Beispiel eine Registration von James Lars, da zeige ich auch ein schönes Lied. Ja, bin gespannt. Und du hast natürlich von deiner Orgelregistration zu Weihnachten. Orgel, ja, genau. Guck doch mal rein. Das werden wir jetzt, da haben wir uns noch mal richtig Mühe gegeben und würde ich sagen, sehen wir uns natürlich wieder. Eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und bis bald, sagen wir jetzt von Rainer von der www.keyboardsakademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.